Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 23. April. Die Tagesenergien für heute sind das sechste Siegel Kri. Dann haben wir das zwölfte Siegel Vanita. Und das neunte Siegel Lemati. Wow. Ja, es geht immer mehr wirklich darum, dass wir in unsere Essenz, in unser pures Sein kommen und dass wir unsere Schwingung erhöhen und dadurch natürlich die Schwingung des großen Ganzen, des Planeten, des gesamten kosmischen und kollektiven Feldes, um wirklich unser göttliches Urvertrauen, unsere Hingabe und um unsere immerwährende Verbindung leben zu können. Das ist, worum es wirklich heute geht. Das ist Lemati, das letzte Siegel, das heute auftaucht. Und das erste Siegel ist wirklich dazu da, heute Kri, die allumfassende Weisheit, die zu allen Seiten in dir ruhte und die oftmals eben blockiert ist durch Traumata, durch Schwüre, durch Gelübde, durch Flüche. Alles, was uns wirklich von unserer Wahrnehmung, von unserer Fähigkeit, uns hinzugeben, wirklich dem Göttlichen zu vertrauen, bedeutet, meiner göttlichen Stimme zu vertrauen, dem zu vertrauen, dass egal was ist, alles gut ist, ja, dass ich behütet und beschützt bin, no matter what, dass es eine größere Kraft gibt, die mich trägt und die wirklich diesen göttlichen Plan hält, dieses Bewusstseinsfeld der Erde, des Kosmos hält, so dass es uns, dass wir eben geborgen und getragen sind. Ja, all das, was eben dieses Vertrauen beschmutzt hat und nicht fühlbar für uns, dass wir das einfach nicht leben können, dass wir dieses Wissen, diese Überzeugung nicht mehr haben, was auch immer da passiert ist in uns, in jedem Einzelnen von uns, in anderen Inkarnationen oder in dieser Inkarnation, an Schwüren, an Gelübden, an Flüchen, an Verschwörungstheorien, an Glaubenssätzen, an Gut und Böse, an Schlecht, an Licht und Schatten, an das Gefühl, ich muss für eine Sache kämpfen, ich muss eine Sache besiegen, ich muss mich zurückziehen. Alles, was wir eben in uns tragen, an Wunden, die uns vielleicht einfach auch müde machen, ja, die uns davon trennen, unsere eigene Wahrheit zu erkennen, das Wissen um unseren Auftrag, um das, wofür es in unserem Leben geht. Das heißt, egal was im Kosmos ist und wie verwirrt alles auch sein mag, ja, ob wir eingesperrt sind, ob wir Ausgangssperre haben oder Hausarrest haben, ob das Rücksichtnahme ist, ob es Kontrolle ist, was auch immer es ist, es kann sein, es hat für dich einen ganz spezifischen, einzigartigen, individuellen Aspekt, der nur für dich gilt und für sonst niemanden. Es kann sein, es gibt 5, 6 verschiedene solche Aspekte. Es kann sein, es gibt Millionen solcher Aspekte, aber es gibt einen Grund, weswegen du erlebst, was du jetzt hier und heute, ganz konkret heute erlebst und wie du damit umgehst. Und das ist es, worum es für dich in dieser Situation geht. Kollektiv. Jede Sekunde, jede einzelne Stunde deines Tages, so lange, bis du das überwunden hast, was du für dich gefühlt immer und immer und immer wiederholst. Kri hilft dir dabei, das zu erkennen und es nicht nur zu erkennen, ja, und wirklich mit deinen liebenden Augen zu durchleuchten, sondern es wirklich zu wandeln, es wirklich zu wandeln, damit du wieder in deine vollkommene sinnliche Wahrnehmung kommst. Ja, wenn das gewandelt ist, wenn du wirklich klar sehen kannst, dann kannst du wieder jeden Moment deines Seins erkennen, was hier und jetzt, gerade hier und jetzt und heute an diesem Tag zu tun ist, damit du achtsam mit dir selbst, damit du achtsam mit deinem Nächsten, damit du achtsam mit der Welt bist und vor allem, dass du es zulassen kannst, dass andere achtsam mit dir sind. Und das ist diese sinnliche Warnung, dieses Wissen, das habe ich jetzt zu tun, das habe ich jetzt ganz genau zu lassen. Das tut mir jetzt gut und das tut mir nicht gut, egal was die anderen sagen. Und gerade in Zeiten, wo man nicht mehr weiß, wie man jetzt gerade wieder glauben soll und welches Bild stimmt und welches Bild eben nicht stimmt, ist die größte Kraft, die du in dir trägst,
deine Verbindung, deine eigene Wahrnehmung. Und diese zu stärken, um diese wirklich zu befreien und zu leben, das ist Vanita, die Glückseligkeit durch Achtsamkeit mit dir selbst und mit allem, was ist. Und vor allem die Fähigkeit, ja auch anzuziehen, dass andere Wesen achtsam mit dir sein können, weil du selbst achtsam mit dir bist. Und jemand anders kann nur immer dann achtsam mit dir sein, wenn du selbst mit dir achtsam bist. Ja, und dann haben wir die bedingungslose göttliche Liebe, das Urvertrauen, die Verbindung, das Wissen, was ist, die höheren Dimensionen. Für mich ist Lemati immer auch, hat ganz viel zu tun mit Lemuria, nicht nur mit Lemuria. Lemati ist grundsätzlich wirklich das befreite göttliche Urvertrauen, das Wissen. Alles hat einen göttlichen Plan und der göttliche Plan ist für mich Liebe. Für mich gibt es wirklich einen Leitsatz, der sagt, alles, was vom Licht kommt, ist Liebe und macht keine Angst. Wenn mir etwas Angst macht, ist es bestimmt nicht vom Licht. Und dass dieses Licht mich trägt, ja, wohin auch immer, in etwas, was für mich so wunderbar und so wunderschön ist, dass ich es mir jetzt noch gar nicht vorstellen kann. Dieses Bewusstsein und dieses Vertrauen, das ist Lemati. Und dieses Bewusstsein und dieses Vertrauen und das Erkennen dessen, dass ich jeden Moment meines Seins darüber bewusst bin, Vanita, was der nächste Schritt ist, damit ich das erleben kann, dieses Bewusstseinsfeld möchte ich jetzt unglaublich gerne mit dir und mit allen lieben Verbundenen initiieren, indem wir einfach ja, ein Vertrauensfeld, ein Bewusstseinsfeld des Gottvertrauens auf diesem Planeten initiieren, was nichts mehr zu tun hat mit einem strafenden Gott, der streng darüber wacht, ob seine Schäfin ja keine Fehler machen, sondern wirklich, was vom Licht kommt, ist Liebe und ist so viel schöner und wunderbarer, als wir es uns vorstellen können. Und alles, was dem im Wege steht, darf jetzt in die Heilung gehen, darf in die Transformation gehen, in die Reinigung gehen, auf das wir alle achtsam sind und wissen, was wir jede Sekunde unseres Seins, Vanita, tun können, damit wir gemeinsam Lemati, die bedingungslose Liebe, das Getragensein im Licht und des Gönnens und des Erlaubens, ja, einer Welt, die so viel schöner ist, als wir es uns überhaupt vorstellen können, dass wir das genießen können. Schnell, hoffentlich schnell. Was ist schon Zeit? Aber wenn man im physischen Körper ist, sind wir eben in der Zeit und in der Ungeduld. Und dieses Erlauben, das möchte ich jetzt einfach mit dir initiieren und mit allen Verbundenen. Om Kri, Om Vanita, Om Lemati, Om Kri, Om Vanita, Om Lemati, Om Kri, Om Vanita, Om Lemati, Om Kri, Om Vanita, Om Lemati. Ich wünsche dir heute das tiefe, tiefe Vertrauen, dass wir uns in einer Welt bewegen und auf sie zubewegen, die so wunderschön ist, dass es jenseits unserer Vorstellung ist. Dieses Vertrauen, diesen Glauben und diese Hoffnung an diese tiefe Liebe, das wünsche ich dir heute von ganzem Herzen, dass du zumindest einen Funken davon erfahren darfst. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siegel erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht.
Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.